Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Türkgücü München gegen Viktoria Köln. Das Spiel endete mit 2:1 aus Sicht der Gäste. Ich begrüße die beiden Trainer hier und der Gästetrainer, dem Gästetrainer gebührt wie immer das erste Wort. Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, heute hat mich meine Mannschaft ein bisschen sprachlos gemacht. Weißt du, die Spitze des Eisberges sind jetzt 11 Leute ausgefallen vor dem Spiel. Wer sich so ein bisschen mit uns beschäftigt, weiß, dass wir einen schweren Weg, einen schweren Start hinter uns haben. Aber, und das habe ich auch immer wieder betont, egal wie die Punktesituation war, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich eine Mannschaft habe, die hinter dem Plan steht, die hinter der DNA steht und mit allem, was sie hat, versucht, das umzusetzen. Das ist ein Weg, ganz klar. Und heute muss ich sagen, haben wir natürlich in der ersten Halbzeit gerade mit dem Ball auch ein überragendes Spiel gemacht. Wirklich die Möglichkeiten, die uns der Gegner gelassen hat, die Räume, die der Gegner uns gelassen hat, gerade in der Tiefe, was so ein bisschen in den letzten Wochen bei uns gefehlt hat, sehr gut diese Räume besetzt, die tiefen Bälle gespielt, nachgegangen, den Gegner auch gequält, Spielverlagerungen gehabt, also wo Türkgücü dann viel laufen musste. Und ja, ich glaube, das einzige Manko in der ersten Halbzeit war, dass es in Anführungsstrichen nur 2:0 für uns steht. Hab dann in der Halbzeit der Mannschaft nochmal klar gemacht, dass keiner auch nur eine Sekunde daran denken sollte, was wir an Chancen vergeben haben. Denn das, dann geht der Schuss nach hinten los. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat man bei Türkgücü natürlich gemerkt, dass sie alles reingeworfen haben. Die Mannschaft hat sich dann dagegen gestemmt. Natürlich dann auch mit vielen langen Bällen Šišković vorne gearbeitet. Dann hat es das ein oder andere Mal gebrannt. Hat dann aber trotzdem das Gefühl, wir hatten, glaube ich, zwei oder drei sehr, sehr gute Chancen um 3:0, da wäre es aus gewesen. Ja, und dann fällt das 2:1 und dann weiß jeder, der Trainer ist, dann wird es kribbelig. Dann denkt man nur an eins, dass die Mannschaft dann eben nicht belohnt wird. Und da muss ich sagen, habe ich mich riesig für die Mannschaft gefreut, dass wir das dann bis zum Schluss verteidigt haben und wir dann unterm Strich, glaube ich, schon einen verdienten Sieg eingefahren haben. Dir, Peter, und deiner Mannschaft wünsche ich auf jeden Fall alles Gute für die nächsten Aufgaben. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Dann Peter, dein Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch für Olaf und Viktoria Köln zum, ich fand ja auch, verdienter Sieg für Viktoria Köln. Wir haben in der ersten Halbzeit, klar, Viktoria hat es gut gemacht, gute Verlagerungen, was Olaf gesagt hat, sehe ich auch so. Aber das können sie natürlich auch, nur weil wir es schlecht gemacht haben. Also wir waren Laufbereitschaft gefehlt, Raumvermögen gefehlt, 4-4-2 Mittelfeldpressing gefehlt, 4-3-3 Angriffspressing gefehlt. Kam immer einen Schritt zu spät, sogar zwei Schritte zu spät. Zweite Tor, bei allem Respekt vor der Qualität von Viktoria Köln, wenn du den Ball einfach nur reinflanken kannst und fast mit der kleinste Spieler da ein Kopfballtor einfach macht und wir nicht blocken können, wir nicht gegen den Mann gehen können, dann ist einfach zu einfache Tore und das haben wir die letzten Wochen auch gehabt. Also es war ein total saft- und kraftloser Auftritt in der ersten Halbzeit. Olaf war sprachlos positiv, ich war ein bisschen sprachlos negativ. Aber gut, ich bin schon so lange im Geschäft dabei, dass ich, okay, zweite Halbzeit haben wir eine Lösung gedacht, haben mit Gürtel so eine kleine wilde Gegenpressingmaschine reingebracht und Šišković, der halt erst seit 8 Tagen im Training ist, mal Zielspieler auf die 9, das war auch okay. Da haben wir nicht so viele Fehlentscheidungen mehr getroffen. Da kamen wir auch ein paar Mal durch, nicht nur über die erste Linie, auch über die zweite und dritte Linie. Und dann, klar, ein 2:1 Anschlusstreffer. Und dann haben wir nochmal alles versucht mit langen Bällen, nochmal mit Hotman und Šišković da vorne. Restverteidigung hatten wir natürlich noch kaum Spieler. Also Viktoria hätte uns da noch vielleicht besser auskontern können. Aber auf der anderen Seite mussten wir ja alles nach vorne werfen und haben es dann aber nicht geschafft. Und weil wir ja Torschießen nicht so gut sind, heute nicht und auch die letzten Wochen nicht. Und ja, deshalb verdiente Niederlage, weil wenn du so als Profispieler in die erste Halbzeit reingehst, das ist schon erschreckend für mich. Zweite Halbzeit war gut, war okay, war viel Alarm, aber erste Halbzeit war schlecht. Danke dir, Peter. Jo. Dann eure Fragen bitte. Wer möchte? Peter, mich würde interessieren, Halbzeit, eine Standardfrage zwischen Journalist und Trainer, was in der Halbzeit los war, was heute aber auffiel, du hast alle Ersatzspieler mit in die Kabine geholt, was war der Hintergrund, damit die auch die Halbzeitansprache mitbekommen, oder ist es bei dir mehr oder weniger üblich? Ich habe da gar nicht gemerkt.
weiß ich nicht, warum die Ersatzspieler in der Kabine waren, keine Ahnung, vielleicht waren sie neugierig, ob ich irgendwas zerschlage, aber aus dem Alter bin ich auch raus. Ne, keine Ahnung, war gar keine Ansage von mir. Vielleicht hat der Co-Trainer gesagt, komm mal alle mit, weil kann ja sein, dass wir nach so einer Halbzeit ja auch mehr als zwei Spieler einwechseln. Nö, aber die Halbzeitansprache war eigentlich ganz normal, waren Lösungen gedacht, also war jetzt kein Rumgeschreie, sondern wir standen ja nicht 7-0, es stand ja 2-0. Und wenn wir vielleicht in den ersten Viertelstunden oder halbe Stunde 1-2 kriegen, bist du ja wieder voll im Rennen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Außenverteidiger schieben mehr hoch, wir geben eine Spieleröffnung, wer ist mehr so in diesen Trapezraum, also Achter kippt ein bisschen ab und mit Sliskovic auch mal einen langen Ball halt spielen, weil wir hatten halt Riesenprobleme so am Ball. Und das war die Idee. Und mit Gorzel hast du einen Spieler, der einfach ja unheimliche Lauffähigkeit hat. Und ich habe ein laufintensives Spiel und bin heute sehr erschrocken, dass wir sind ja gar nicht schnell und wir können ja gar nicht, zwei, drei Spieler können ja gar nicht laufen. Ja, wo setzt man an? Ich meine, es ist Länderspielpause, ihr habt jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Nicht du, aber du weißt, glaube ich, wen ich meine. Seit Wochen höre ich halt eben, der Trend geht in die richtige Richtung. Ich kann davon nicht mal ansatzweise was erkennen. Ja, das stimmt aber auch nicht. Gegen SV Meppen habe ich da schon einen Trend in die richtige Richtung gesehen und auch zweite Halbzeit war jetzt auch nicht schlecht. Also jetzt müssen wir, ne, liebe Journalisten, nicht immer dramatisieren. Ne? Wenn dann schon inhaltlich bleiben, erste Halbzeit, ja, war kein Trend in die richtige Richtung, aber ich weiß nicht, ob der SV Meppen analysiert das für dich und das war ja schon ein Spiel, wo wir richtig gut waren. Also da ne, gehen 10 gegen 11, also auch vom Team Spirit. Letzte halbe Stunde heute, Dosenöffner war dann der lange Ball, aber gut, mit langem Ball können wir auch ein Tor machen. Und jetzt müssen wir auch nicht Drama hier machen. Ne? Ich meine, dieser Club ist ja bekannt dafür, immer dramatisch zu sein, aber ich nicht. Also da müssen wir schon, also nur erste Halbzeit war schlecht. Aber gut, der Gegner ist ja auch gut. Aber dann ja. Nochmal konkret die Nachfrage. Also wir reden von einer kollektiven, schlechten Tagesform in der ersten Halbzeit. Punkt. Und sonst nichts. Ja, ich kann jetzt noch analytischer werden, aber das langweilt euch wahrscheinlich und langweilt mich, also ja, klar. Mir ging es nur darum, einfach die Frage zu stellen, es war jetzt kein Trend, der zu dieser schlechten ersten Halbzeit geführt hat, sondern es war einfach ein schlechter Tag. Ja, zweite Halbzeit nicht. Ne? Vielleicht habe ich auch die falsche Entscheidung gewählt, vielleicht hätte ich auch den einen oder anderen Spieler anders. Ja, erste Halbzeit war einfach nicht gut, waren wir einfach immer zu spät dran. Wir sind dann ein bisschen ins 4-4-2 Mittelfeldpressing gegangen, haben mal gesagt, okay, wir wollen tiefer stehen. Aber Viktoria Köln konnte ja einfach die Bälle über die Kette. Wenn du tiefer stehst, musst du einfach Absicherung hinten machen. Und dann kannst du ja nicht einfach die Leute einfach durchlaufen lassen. Und irgendwann musst du ja auch mal angreifen bei dem Flankenball. Ja gut, dann musst du ja schon einfach mal Druck machen. Und wenn du keinen Druck machst, ja, dann können sie flanken. Gut, wenn du flankst, dann musst du den Innenverteidiger halt mit dem Konzeptsprache Ball entfernten Außenverteidiger zusammenblocken und hochgehen. Und das haben wir halt nicht gemacht und dann ist es schwierig zu verteidigen. Bitte? Ich kann die Frage auch so stellen, ohne Mikro. Du kannst. Bitte. Es ist ein freies Land. Nimm das Mikro mit. Jetzt haben Sie Länderspielpause. Mhm. Wahrscheinlich das erste Mal, dass Sie die Mannschaft ohne den Spieler am Wochenende länger beieinander haben. Wie wichtig wird es sein mit Blick auf die letzten 5 Spiele in dem Jahr? Ja, letztendlich ist der Profifußball gewinnen, ne? Sonst hast du ja ein Problem und der Trainer hat immer das größte Problem dann. Also wir weiter an den Sachen arbeiten. Ne? Also wir müssen einfach diese Schnelligkeit am Ball besser reinkriegen, auch wie wir die Spieleröffnung gemacht haben. Bis René Voll hat den Ball gespielt haben. Ja, da waren ja 5 Sekunden, da konnte sich Viktoria Köln stellen. Das ist alles zu langsam gewesen. Und einfach, ich mache jetzt mal ein bisschen Barcoaching, alles ein bisschen schneller machen. Schneller nach vorne kommen, schneller in die Vorverteidigung. Auch der Hong, der ist immer auf die 10 gegangen, da müssen wir vordecken. Aber das haben wir alles besprochen. Ne? Gut, und dann nur ja, an die Umsetzung einfach arbeiten und da haben wir 2 Wochen Zeit. Weitere Fragen noch? Wenn dem nicht so ist, dann vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank an die beiden Trainer, euch natürlich eine gute Heimfahrt und dann bis in 2 Wochen. Danke euch. Danke. Ja.